mir wurde Borderline relativ spät diagnostiziert. Also ich war schon länger in Therapie, aber halt nur wegen Depression. Und dadurch hat das sich natürlich auch irgendwie alles angestaut. Und irgendwie, als ich die Diagnose hatte, war erstmal so ein, okay, jetzt weiß ich, warum ich so bin, wie ich bin. Und ich darf jetzt so sein, weil ich habe ja Borderline. So, das war mein erster Gedanke. Bis ich irgendwann verstanden habe, dass es mir nicht gut tut, damit so zu leben, wie es mich belastet. Weil es ist wirklich die ganze Zeit eine Explosion an Gefühlen. Das kann man sich nicht vorstellen. Und man muss die ganze Zeit versuchen, diesen Sack an Emotionen, der da wie bunt und wild durch dich durchspringt, irgendwie festzuhalten. Und es geht nicht. Und irgendwann platzt es dann. Und es platzt ständig, weil man nicht weiß, wie man damit umgehen soll. Und in der Therapie habe ich gelernt, mein Verhalten zu verstehen, die Situation zu verlassen, wenn es mir zu viel ist, mich rechtzeitig zu entfernen von Menschen, die Dinge in mir antriggern, was mir nicht gut tut, oder Menschen, die mir nicht gut tun und all solche Sachen. Deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass man lernen kann, damit zu leben. Und natürlich hatte ich da auch schon die Gespräche mit meiner Therapeutin, wo ich gesagt habe, warum muss ich denn das lernen? Warum kann ich mich nicht einfach auch wie die Axt im Walde benehmen? Es gibt so viele Menschen, die das tun. Ich gehe in Therapie und muss mit harter Arbeit das alles lernen und war dann auch wütend, weil es wirklich, es ist eine 24 Stunden, 7 Tage die Woche Impulskontrolle, die man lernen muss und die wirklich viel Kraft kostet, weil mein erster Impuls ist explodieren, sauer sein, wütend sein. Ich fühle mich dann schnell angegriffen und so. Und diesen Schritt zu spüren, im Gehirn zu schalten und zu sagen, okay, stopp, das ist gerade mein Impuls, wie realistisch ist das? Bin ich gerade nur verletzt, weil es mich an alte Situationen erinnert, oder ist die Realität gerade wirklich so, dass ich verletzt sein darf? Und dann durchzuatmen, zu überlegen und dann erst zu handeln. Und ich kann euch sagen, das kostet unheimlich viel Kraft. Es ist möglich, aber es kostet viel Kraft. Deswegen finde ich das so unfair, dass immer so geschimpft wird auf Menschen mit Borderline. Denn ich glaube, das sind sehr, sehr starke Menschen meistens. Und natürlich habe ich auch immer noch Situationen, die mich auch mal emotional richtig krass aus der Bahn werfen und die mich immer wieder antriggern, wo ich noch immer wieder mich aufhänge und noch nicht so weit komme. Aber mit jeder Situation, die mir nicht gut tut, fange ich an zu überlegen, warum war das so? Ich reflektiere, ich gehe in die Tiefe, ich überlege, was kann ich nächstes Mal besser machen? Wie kann ich meine Gedanken steuern in solchen Momenten? Wie kann ich besser handeln? Und ich glaube, dass das die wenigsten Menschen tun. Und das lernt man in der Therapie. Deswegen glaube ich manchmal sogar, dass wir, wenn wir eine psychische Erkrankung haben in der Therapie, so krass gesunde Verhaltensweisen lernen, die oft gesunde Menschen nicht mal anwenden. Und ich glaube einfach, wie gesagt, dass man das alles hinbekommen kann. Und ja, es ist natürlich auch für die Angehörigen sehr anstrengend. Ich weiß das. Meine Familie war sehr nah dran bei mir, auch bei meinen Wutanfällen. Da hilft es wirklich nur, sich abzugrenzen, zu verstehen, dass ich das nicht persönlich meine in dem Moment, sondern dass ich nur überfordert mit mir selber bin und nicht weiß, wie ich das zeigen soll, weil mir dafür die Worte fehlen und ich einfach explodiere. Und wenn man diese gewisse Distanz und diese Abgrenzung hinbekommt, dann ist es möglich, eine gute Basis zu finden. Tell me what you need, tell me what you need, tell me.